54. Kommentare. Fazibook. Autor Judith Braun. Schließen. Feedback. Schließen. Weitere. Schließen. Ein internationaler Megastar tauchte privat mitten in München auf dem Königsplatz auf. Wegen des Wiesn-Ausfalls gönnte er sich dort eine Kuppewurst. Tennislegende Boris Becker taucht privat mitten in München auf. Punkt. Auf dem Königsplatz gönnt er sich eine Currywurst. Punkt. Doch seine Fans sind von seiner Essenswahl weniger begeistert. München, nicht nur für viele Normalsterbliche dieser Welt ist der Ausfall der Wiesn wegen der anhaltenden Corona-Pandemie ein großer Verlust. Auch der ein oder andere Star und das ein oder andere Sternchen trauert dem Oktoberfest in diesem Jahr hinterher. Doch um nicht ganz auf die Wiesn-Gaudi verzichten zu müssen, wurden einige der Fahrgeschäfte und Würstelbuden einfach auf beliebte und belegte Plätze in der ganzen Stadt verteilt. Das ging wohl auch an Megastar und ehemaligen Tennisprofi Boris Becker nicht vorbei. Der tauchte bei seinem München-Besuch nämlich privat plötzlich auf dem Königsplatz auf und genoss sichtlich die Ersatzveranstaltung Sommer in der Stadt. Boris Becker privat in München aufgetaucht, er gönnt sich Currywurst am Königsplatz. Auf Instagram meldete sich Becker am Donnerstag, 1. Oktober 2020, in seiner Story aus dem schönen, sonnigen München bei seinen Fans. Der Ex-Tennis-Star steht mitten auf dem Königsplatz, hinter ihm dreht sich das derzeit dort aufgebaute Riesenrad. Es erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit, berichtet er seinen Followern. Dann filmt er für diese noch eine Süßigkeitenbude mit den berühmten Lebkuchenherzen ab. Auf seine weitere kulinarische Reise auf der Ersatzwiesn nimmt er seine Fans natürlich mit und verdrückt schließlich noch eine volksfürsttypische Spezialität. Und ich hatte eine Currywurst, meint Becker und schiebt sich dann auch schon ein Stück davon in den Mund. Genießt er sichtlich das leckere Essen. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Lecker. München? Ein Beitrag geteilt von Boris Becker, Boris Becker Official, am 8.1.2020 um 9.20 Uhr PDT. Boris Becker privat in München unterwegs, Fans sind von Essenswahl nicht begeistert, obwohl es der Tennislegende zu schmecken scheint, sind nicht alle Follower von seiner Essenswahl begeistert. Vegan ist die Zukunft und Hyperbole, warum versuchst du es nicht vegan? Das ist unsere Zukunft und besonders die deiner Kinder, merken Uwe an und kritisieren Beckers Fleischverzehr. Kulinarischer Abgrund erreicht, findet ein anderer Follower. Andere wiederum bemerken, dass Bayern nicht unbedingt für die beste Currywurst in Deutschland bekannt sei. Sorry Boris, aber für Currywurst musste nach Berlin gehen und Boris. In München gibt es keine leckere Currywurst, du musst nach Berlin, finden sich mehrere Kenner unter seinen Fans. Mensch sehen die Wurstdiskussion jedoch gelassener. Sie wünschen Becker mit Kommentaren, wie lassen sie es sich schmecken, Herr Becker, und lasst ihr bloß nicht den Appetit verderben, einfach nur einen guten Appetit.